Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Vorlesung zum Kapitel 4, der Geldmarkt. Im Folgenden würde ich ganz gerne noch zwei Themen besprechen, nämlich einmal der Zusammenhang zwischen dem Preis und dem Zins eines Wertpapiers und im zweiten Teil dann die Rolle der Geschäftsbanken im Geldschöpfungsprozess beleuchten. Kommen wir zum ersten Thema, Zusammenhang zwischen dem Preis eines Wertpapiers und dem Zinssatz. Auf dem Wertpapiermarkt wird nicht unbedingt der Zinssatz direkt bestimmt, sondern der Preis eines Wertpapiers. Der Preis, den bezeichnet man auch als Kurs des Wertpapiers oder Kurswert. Die Effektivverzinsung, die Rendite, lässt sich jedoch aus dem Preis ableiten. Damit man diese Zusammenhänge entsprechend versteht, macht es Sinn, sich einmal ein Wertpapier genauer anzuschauen. Wir haben hier ein Wertpapier, was wirklich ausgedruckt wurde. Wenn ein Wertpapier wirklich ausgedruckt wird, so spricht man auch von einem effektiven Stück. Dieses effektive Stück besteht aus mehreren Teilen. Man hat hier auf der rechten Seite den sogenannten Mantel. Der Mantel, der verbrieft das Forderungs- und Mitgliedschaftsrecht. Das bedeutet, hier hat eine Privatperson dem Unternehmen FC St. Pauli 100 Euro zur Verfügung gestellt. Und zwar ist das in dem Zeitraum 2011 bis 2018 gewesen. Und natürlich am Ende des Jahres 2018 hätte die Privatperson diese 100 Euro gerne von dem Unternehmen zurück. Wenn also die Privatperson hingeht und diesen rechten Teil des Wertpapiers im Jahr 2018 dem Unternehmen präsentiert, dann muss das Unternehmen 100 Euro zurückzahlen an die private Person. Im linken Teil des Wertpapiers findet man den sogenannten Bogen. Der Bogen verbrieft das Recht auf Ertrag und der Bogen besteht aus Coupons, Zinsscheinen sowie einem Talon. Die entsprechenden Begriffe sind auf dem nächsten Slide nochmal aufgeführt. Die Coupons, das sind Gewinnanteilsscheine, die berechtigen zum Bezug von Dividende bei einer Aktie oder zu Zinsen bei einem festverzinslichen Wertpapier. Wenn also eine private Person dieses Wertpapier entsprechend erworben hat, muss diese Person am Ende des Jahres 2011 hingehen und mit einer Schere diesen ersten Teil des Bogens ausschneiden, den ersten Coupon ausschneiden, und dann erhält diese Person 6 Euro. Sie sehen hier, dass der Zinssatz 6% beträgt und somit erhält die private Person in jedem Jahr der Laufzeit 6 Euro von dem Unternehmen, wenn der entsprechende Coupon eingereicht wird. Im Jahr 2012 muss dann natürlich der zweite Coupon eingereicht werden, im Jahr 2013 der dritte Coupon und im Jahr 2018, da wird eingereicht der letzte Coupon. Dafür erhält die private Person 6 Euro. Und dann entsprechend 100 Euro, wenn auch der Mantel mit eingereicht wird. Insgesamt wird die private Person im letzten Jahr also 106 Euro erzielen können. Wenn ein solches Wertpapier eine längere Laufzeit hat, dann ist es so, dass der letzte Schein hier unten der sogenannte Talon ist. Der Talon ist ein Erneuerungsschein und dient dazu, einen neuen Bogen zu beziehen, falls alle Coupons aufgebraucht sein sollten. Wenn also dieses Wertpapier eine Laufzeit hätte von 2011 bis 2020,
dann werden nicht alle Zinsscheine gleichzeitig ausgegeben, sondern nur die Zinsscheine für die ersten 6 Jahre. Und der 7. Zinsschein wäre dann ein Talon. Und wenn man diesen Talon dann im Jahr 2017 bei dem Unternehmen einreicht, dann bekommt man einen neuen Bogen mit 9 Coupons für die nächsten Jahre. Die entsprechenden Begriffe sind hier auf Slide Nummer 19 noch einmal aufgeführt. Nun wissen Sie ungefähr, wie so ein Wertpapier aussieht. Es ist also so, dass dort ein Nennbetrag aufgedruckt wird, zum Beispiel 100 Euro. Dann ist da auch ein fester Zinssatz aufgedruckt. Der feste Zinssatz beträgt hier 6%. Und dann sind hier diese ganzen Unterschriften des Unternehmens entsprechend gegeben, die halt versichern, dass das Unternehmen willens ist, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Wir möchten dieses Bild jedoch nutzen, um den Zusammenhang zu illustrieren zwischen dem Bondpreis und der Effektivverzinsung. Dazu nehmen wir an, dass Sie als Student ein Geschenk von Ihrer Oma bekommen haben. Es ist Weihnachten, Sie haben ein altes Wertpapier bekommen. In der Vergangenheit hat die Oma bereits einige Coupons abgeschnitten. Und es ist so, dass da nur noch ein einziger Coupon dranhängt. Wir gehen jetzt hiervon aus, dass auf dieses Wertpapier der Zinssatz von 10% aufgedruckt wurde. Der Nennwert beträgt 100 Euro. Das Papier wurde im Jahr 2011 begeben, ist also ein altes Wertpapier und hat noch eine Restlaufzeit bis zum Jahr 2021. Wir schreiben das Jahr 2020, das heißt, dieses Wertpapier hat eine Restlaufzeit von einem Jahr. Das sind also die Charakteristika eines alten Wertpapieres. Sie haben dieses Wertpapier zu Weihnachten bekommen und können natürlich nicht viel mit diesem Wertpapier anfangen und wollen dieses Wertpapier direkt zu Geld machen. Sie wollen also das Wertpapier, was im Jahr 2021 auslaufen wird, bereits im Jahr 2020 verkaufen. Und Sie wissen nicht ganz genau, zu welchem Preis kann man das Wertpapier denn nun verkaufen. Um den Preis dieses alten Wertpapieres zu bestimmen, muss man sich Informationen einholen, wie momentan neue Wertpapiere ausgegeben werden. Wir haben hier ein neues Wertpapier von dem gleichen Unternehmen. Es hat auch einen Nennwert von 100 Euro. Das Wertpapier hat nur eine Restlaufzeit von einem Jahr, hat also ähnliche Charakteristika wie das alte Wertpapier, aber momentan in der Niedrigzinsphase muss dieses Unternehmen nur einen Zinssatz von 5% bezahlen. Das heißt, auf dieses neue Wertpapier, was heute im Jahr 2020 ausgegeben wird, muss dieses Unternehmen nur einen Zinssatz von 5% drucken, damit dieses Wertpapier verkauft wird. Die große Frage ist jetzt, zu welchem Kurs können Sie das alte Wertpapier verkaufen, wenn momentan Wertpapiere mit diesen Charakteristika ausgegeben werden? Können Sie dieses Wertpapier zu 100 Euro verkaufen? Oder zu 105? Oder muss man einen Preisabschlag in Kauf nehmen und kann dieses Wertpapier vielleicht nur zu 95 Euro verkaufen? Wenn Sie diese beiden Wertpapiere vergleichen, hat das alte Wertpapier natürlich ein sehr schönes Charakteristikum. Für den letzten Coupon bekommen Sie 10 Euro, weil diese alte Anleihe ja einen Zins aufgedruckt hat von 10%. Für das neue Wertpapier bekommt man aber nur einen Coupon von 5 Euro.
Das bedeutet, Ihr altes Wertpapier, was Sie von Ihrer Oma bekommen haben, hat sehr schöne Charakteristika und Sie können dafür einen höheren Preis erzielen als 100 Euro. Die Frage ist nun, wie hoch wird der Preis ausfallen? Und Sie ahnen schon, dass der Preis ungefähr bei 105 Euro liegen wird. Der genaue Preis soll jedoch im Folgenden bestimmt werden. Es existieren jetzt zwei verschiedene Wertpapiere. Ein Wertpapier wurde bereits in der Vergangenheit emittiert, herausgegeben. Die Restlaufzeit heute beträgt ein Jahr. Der Nennwert, der Rückzahlungsbetrag beträgt 100 Euro. Die Nominalverzinsung ist 10%. Hier wurde der Zinssatz angegeben, I0 ist gleich 0,1. Der ist fest auf das alte Wertpapier aufgedruckt. Das heißt, dieser Aufdruck, die 10%, die können sich nicht ändern. Das ist ein fester Zinssatz. Dieser Zinssatz, der auf das Wertpapier aufgedruckt ist, kann sich nicht verändern. Die Auszahlung in einem Jahr beträgt dann natürlich 110 Euro. Nämlich in einem Jahr wird der Mantel eingereicht, man bekommt 100 Euro zurück und es wird auch der letzte Coupon eingereicht, für den man 10 Euro bekommt. Wie hoch ist nun die Effektivverzinsung, IB, dieses Wertpapiers? Dazu müssen wir uns anschauen, welchen Reflux, welcher Rückfluss entsteht in einem Jahr. In einem Jahr entsteht der Rückfluss von 110 Euro. Und dann müssen wir natürlich hier berücksichtigen, welchen Preis dieses Wertpapier heute hat. Die Effektivverzinsung dieses Wertpapiers ist abhängig von dem gegenwärtigen Kurs PB. Die Alternative, das ist eine neue Anleihe. Diese neue Anleihe hat eine einjährige Laufzeit, Nennwert ist 100 Euro und der aktuelle Zins ist I. Hier wollen wir also eine Szenarioanalyse durchführen und unterschiedliche Szenarien uns anschauen. In einem Szenario könnte der Zinssatz gleich 5% sein oder gleich 10% oder gleich 20%. Das bezieht sich auf diese neue Anleihe. Was wäre, wenn die Effektivverzinsung des alten Wertpapiers größer ist als das Zinsniveau des neuen Wertpapiers? Die Nachfrage nach dem alten Wertpapier würde steigen. Damit würde auch der Kurswert des alten Wertpapiers steigen und die Rendite des alten Wertpapiers würde sinken. Was wäre, wenn das alte Wertpapier eine geringere Rendite hätte als das neue Wertpapier? Dann würden Anleger das alte Wertpapier verkaufen. Das Angebot des alten Wertpapiers würde steigen. Der Preis des alten Wertpapiers würde sinken. Und wenn der Preis des alten Wertpapiers sinkt, dann würde die Rendite des alten Wertpapiers ansteigen. Nur dann, wenn die Rendite des alten Wertpapiers der Rendite des neuen Wertpapiers entspricht, dann sind die Anleger indifferent und es findet keine Arbitrage statt. Das bedeutet, eine Gleichgewichtsbedingung ist gegeben, dann, wenn die Rendite des alten Wertpapiers die Rendite des neuen Wertpapiers entspricht. Wir müssen nun kombinieren die Gleichgewichtsbedingung, dass die Rendite des alten Wertpapiers der Rendite des neuen Wertpapiers entspricht, mit der Formel für die Rendite des alten Wertpapiers. Wenn wir diese beiden Gleichungen kombinieren und dann die entsprechende Gleichung nach dem Preis des alten Wertpapiers auflösen, dann wissen wir, welchen Preis man für das alte Wertpapier erzielen kann. Führen wir diese entsprechenden Umformungen durch. In Gleichung 2 ist noch einmal gegeben die Rendite des alten Wertpapiers. Nun wird die Gleichgewichtsbedingung verwendet, dass die Rendite des alten Wertpapiers der Rendite des neuen Wertpapiers entsprechen muss. Und wir finden hier
auf der linken Seite der Gleichung die Rendite des neuen Wertpapiers und auf der rechten Seite der Gleichung die Rendite des alten Wertpapiers. Nun muss nach dem Preis des alten Wertpapiers PB aufgelöst werden. Wir multiplizieren einmal durch, bringen dieses PB auf die andere Seite der Gleichung, gelangen zu diesem Ausdruck hier. Dann ist hier ein Minus PB auf der rechten Seite der Gleichung. Das wird auf die linke Seite der Gleichung geschrieben, taucht dort auf mit einem positiven Vorzeichen. Jetzt kann PB ausgeklammert werden auf der linken Seite der Gleichung. PB wird außerhalb der Klammer geschrieben und wir erhalten diese Gleichung hier. Jetzt wird durch 1 plus i geteilt, sodass in der Gleichung 5 nach dem Preis des alten Wertpapiers aufgelöst wurde. Wenn man sich diese entsprechenden Informationen anschaut, so sind diese Informationen alle bekannt, nämlich einmal die 100, das ist der Nennwert des alten Wertpapiers. Dann haben wir hier den Zinssatz des alten Wertpapiers, der ja auf das Papier aufgedruckt wurde und somit feststeht. Und der Zinssatz I, das ist der Zinssatz des neuen Wertpapiers, zu dem heute im Jahr 2020 das Unternehmen in der Lage ist, einen Kredit aufzunehmen. Es sind also alles bekannte Größen und somit lassen sich aus diesen Größen der Wert, der Preis des alten Wertpapiers ableiten. Das ist die Formel, die entsprechend hergeleitet wurde. Der Zinssatz des alten Wertpapiers, der war ja gegeben durch 10%. Und nun kann man die Szenarioanalyse durchführen. Was ist, wenn der Zinssatz bei 5% liegt für das neue Wertpapier? Wenn man sich also in einer Niedrigzinsphase befindet und der Zinssatz über die Zeit gesunken ist, dann kann man das alte Wertpapier verkaufen, ungefähr zu einem Preis von 105 Euro, genau genommen 104,76 Euro. Falls sich der Zinssatz in dem Zeitraum 2011 bis 2020 nicht verändert hat und das Unternehmen auch heute eine Anleihe verkauft mit dem Zinssatz 10%, dann wird das alte Wertpapier zu einem Kurs von 100 gehandelt, und falls der Zins im Zeitablauf gestiegen ist und heute das Unternehmen ein Wertpapier begibt mit einem Zinssatz von 20%, dann weist natürlich das neue Wertpapier bessere Charakteristika auf als das alte Wertpapier und somit wird das alte Wertpapier mit einem Abschlag gehandelt und man erzielt für das alte Wertpapier nur einen Preis von ungefähr 92 Euro. Welcher Zusammenhang besteht nun zwischen diesen Einsichten, die wir gewinnen konnten, und der Geldpolitik der Zentralbank? Wenn die Zentralbank eine expansive Geldpolitik durchführt, dann kauft die Notenbank vermehrt Wertpapiere an, die Nachfrage nach Wertpapieren steigt und der Kurswert steigt, sodass der Zinssatz sinkt. Eine expansive Geldpolitik der Zentralbank führt letztendlich zu einem sinkenden Zinssatz. Wenn eine kontraktive Geldpolitik durchgeführt wird, dann kauft die Notenbank weniger Wertpapiere an, die Nachfrage nach Wertpapieren sinkt, der Kurswert sinkt und der Zinssatz steigt. Kontraktive Geldpolitik führt zu einem Anstieg des Zinssatzes. Alternativ könnte man auch argumentieren, die Notenbank verkauft Wertpapiere, das Angebot an Wertpapieren steigt, der Kurswert sinkt und der Zinssatz steigt an. Im zweiten Teil dieser Vorlesung möchte ich ganz gerne auf den sogenannten Geldschöpfungsmultiplikator eingehen und dort insbesondere herausarbeiten, welche Rolle die Geschäftsbanken im Rahmen der Geldschöpfung spielen. Die Annahmen bisher bestehen wie folgt. Die Notenbank bestimmt direkt die Höhe der Geldmenge, zum Beispiel indem sie Helikopter-Money fliegt,
Und die Kreditinstitute haben im Geldschöpfungsprozess bisher keine Rolle gespielt. Die neuen Annahmen, die man wiederfinden kann in dem Abschnitt 4.4.2 im Textbuch, die sehen wie folgt aus. Es gibt nur Sichteinlagen, kein Bargeld. Jede Transaktion, die abgewickelt wird, wird also über das Girokonto mittels einer Debitkarte, zum Beispiel der EC-Karte, abgewickelt oder es wird Geld überwiesen. Es gibt also nur Sichteinlagen auf den Girokonten und kein Bargeld. Es gibt einen Mindestreservesatz. Theta ist gleich 2%. Falls also eine Privatperson Geld hält bei einem Kreditinstitut, dann muss dieses Kreditinstitut 2% der Summe bei der EZB hinterlegen als Mindestreserve. Nun wird angenommen, dass die Zentralbank über ein Offenmarktgeschäft 100 Euro von einer Bank A ankauft. Die Zentralbankgeldmenge steigt also um 100 Einheiten an. Die Bank A kann nun mit dem Geld arbeiten und einen Kredit an den Kreditnehmer A in Höhe von 100 Euro vergeben. Der überweist das Geld an den Lieferanten B bei der Bank B. Der Lieferant B hält diese Sichteinlage. Die Bank B muss 2% Mindestreserve halten und kann selber einen Kredit vergeben in Höhe von 98 Euro an den Kreditnehmer B. Der Kreditnehmer B zahlt 98 Euro an den Lieferanten C bei der Bank C und der Lieferant C hält wiederum Sichteinlagen in Höhe von 98 Euro. Die Bank C muss 2% Mindestreserve halten und vergibt einen Kredit in Höhe von 96,04 Euro an Kreditnehmer C. Kreditnehmer C zahlt 96,04 Euro an den Lieferanten bei der Bank D. Dieses Beispiel zeigt, wie der Geschäftsbankensektor arbeitet. Und jede Möglichkeit, die sich zu einer Kreditvergabe bietet, nutzt und Kredite vergibt. Und im Rahmen der Kreditvergabe entsteht Geld. Wenn eine Geschäftsbank einen Kredit an einen privaten Haushalt vergibt oder ein privates Unternehmen vergibt, dann entsteht im Rahmen dieses Kreditgeschäfts Geld. Die große Frage ist, wie stark hat sich am Ende das Geldangebot erhöht? Wie viel Geld ist im Rahmen dieses Prozesses entstanden? Und diese Frage soll in den nächsten 2 Minuten geklärt werden. So, wie stark hat sich das Geldangebot erhöht? In einem ersten Schritt bei der Bank A ist ja Geldmenge entstanden in Höhe von 100 Euro. Bei der zweiten Bank ist Geldmenge entstanden in Höhe von 98 Euro. Und bei der dritten Bank ist Geldmenge entstanden in Höhe von 96 Euro und 4 Cent. In allgemeiner Form, das Geldangebot hängt ab von der Entwicklung der Zentralbank Geldmenge H. Die ist ja in dem ersten Schritt um 100 Einheiten angestiegen. Die erste Bank konnte einen Kredit vergeben in Höhe von 100 Euro, musste keine Mindestreserve halten. Die zweite Bank musste dann Mindestreserve halten in Höhe von 2%, konnte also einen Kredit in Höhe von 98% der Entwicklung der monetären Basis vergeben. Die zweite Bank konnte einen Kredit vergeben in Höhe von 96,04 Euro. Das können wir wie folgt darstellen. 1 minus den Mindestreservesatz hoch 2. Wir haben also hier eine unendliche geometrische Reihe. Und diese unendliche geometrische Reihe kann natürlich sehr stark vereinfacht werden.
Es müssen da einige Rechenoperationen durchgeführt werden. Im ersten Schritt soll 1 minus Theta auf die andere Seite der Gleichung gebracht werden. Wir dividieren also die Gleichung 7 durch dieses 1 minus Theta. Erhalten wir hier ein 1 über 1 minus Theta auf der linken Seite der Gleichung. Dann wird diese 1 wird geteilt durch dieses 1 minus Theta. 1 minus Theta hoch 1 geteilt durch 1 minus Theta ergibt hier diese 1. Und dieses 1 minus Theta Quadrat geteilt durch 1 minus Theta ergibt dieses 1 minus Theta hoch 1. Am Ende erhalten wir von diesem Term 1 minus Theta hoch unendlich den Term 1 minus Theta hoch unendlich minus 1. Die beiden Gleichungen 7 und 8 sind auf dem nächsten Slide noch einmal aufgeführt, denn wir wollen jetzt die Differenz bilden zwischen der Gleichung 7 und der Gleichung 8. Auf der linken Seite, da haben wir hier ein m stehen und wenn wir subtrahieren minus die Gleichung 8, bekommen wir raus m minus 1 über 1 minus Theta mal m. Auf der rechten Seite der Gleichung ist es so, dass wir von der Gleichung 8 einen negativen Term bekommen, minus 1 über 1 minus Theta. Dann ist es aber so, dass diese 1 rausfällt aufgrund der Tatsache, dass hier ebenfalls eine 1 steht. 1 minus 1 taucht dann entsprechend nicht mehr auf. Wir haben hier einen positiven Term, 1 minus Theta hoch 1. Und hier haben wir dann, wenn wir subtrahieren, einen negativen Term stehen. Diese beiden Terme heben sich auf. Auch diese zum Quadrat-Terme heben sich auf und dieser Term 1 minus Theta hoch unendlich minus 1 hebt sich auf gegen diesen Term. Wir erhalten zusätzlich noch von der Gleichung 7 den Term 1 minus Theta hoch unendlich, der letzte Term in der Gleichung 9. Gut, schaut man sich diese Gleichung noch einmal genauer an, dann sieht man, dass der letzte Ausdruck 1 minus Theta hoch unendlich gegen 0 konvergiert. Dieser letzte Term fällt also raus. Des Weiteren würde ich ganz gerne diese beiden m-Terme kombinieren und auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreiben. Dieser Term m hier kann geschrieben werden als 1 minus Theta geteilt durch 1 minus Theta mal m. Und wir haben hier diese entsprechenden Werte 1 minus Theta geteilt durch 1 minus Theta. Das stammt von diesem ersten m. Und dann steht da minus 1 m. Auf der rechten Seite der Gleichung ist ja dieser Term 1 minus Theta hoch unendlich weggefallen. Und dann wird dieses Minuszeichen nach vorne gezogen und das h nach hinten gezogen. Das ist der Term auf der rechten Seite der Gleichung. In der Gleichung 11 ist hier ein positiver Wert von 1, dort ein negativer Wert von 1 zu finden. Diese beiden Terme fallen dann ebenfalls raus. Wir erhalten diesen Ausdruck hier. Nun soll dieser Ausdruck nach m aufgelöst werden. Wir multiplizieren also durch mit dem Kehrwert dieses Ausdruckes hier. Wir multiplizieren durch mit minus 1 minus Theta durch Theta. Dann haben wir auf der linken Seite der Gleichung m isoliert. Dieses minus 1 minus Theta kürzt sich raus mit diesem minus 1 minus Theta. Und auf der rechten Seite der Gleichung bleibt über der Ausdruck 1 über Theta mal h. Man erkennt also jetzt, dass die Höhe des Geldangebots davon abhängt, wie hoch der Mindestreservesatz ausfällt und wie hoch das Zentralbankgeld ausfällt. Je höher der Mindestreservesatz ausfällt, desto geringer sind die Geldschöpfungsmöglichkeiten des Bankensektors und desto geringer ist der Anstieg der Geldmenge. Dieser Term 1 über Theta hat auch einen bestimmten Namen, der heißt Geldschöpfungsmultiplikator. Und in diesem einfachen Modell entspricht der Geldschöpfungsmultiplikator dem Kehrwert des Mindestreservesatzes. Wenn man die Zahlen aus dem Zahlenbeispiel einsetzt, dann erhält man eine Antwort auf die Frage, wie stark
konnte die Geldmenge ansteigen, aufgrund der Tatsache, dass die Zentralbank in dem ersten Schritt 100 Euro an Liquidität in den Prozess reingegeben hat. Am Ende ist die Geldmenge um 5000 Einheiten angestiegen. Können wir das in Beziehung setzen zu der realen Welt, in dem die EZB die Geldpolitik für den Euro-Währungsraum vornimmt? Diese Abbildung hatten wir uns schon einmal angeschaut, und zwar für den Zeitraum 1999 bis 2006. Es gibt einen Zielwert für die Geldmengenwachstumsrate. Dieser Zielwert sollte bei 4,5% liegen. Und man sieht, dass im Zeitraum 1999 bis 2006 die tatsächliche Geldmengenwachstumsrate in der Regel über 4,5% lag. Was passiert danach? In 2007, 2008 steigt die Geldmengenexpansionsrate noch einmal an. Und im Jahr 2008 nimmt diese Geldmengenwachstumsrate sogar Werte an von 12%. Zielwert ist 4,5%. Istwert ist 12%. Aber die Geldmengenwachstumsrate ist sehr, sehr hoch. Viel höher als der Zielwert. Was passiert da? Im Jahr 2006, 2007, 2008, da vergeben einige Banken, zum Beispiel in Spanien oder Irland, extrem viele Kredite, damit Sommerhäuser gebaut werden können, Sommerhäuser renoviert werden können. Das Geld fließt in den Immobiliensektor und diese Kreditvergabe geht natürlich einher mit der Schöpfung von Geld. Das hatten wir in dem vorhergehenden Abschnitt gesehen, dass eine Kreditvergabe immer dazu führt, dass Geld entsteht. Im Jahr 2007, 2008, 2009 ist also die Geldmengenwachstumsrate sehr, sehr stark über dem Zielwert aufgrund der Tatsache, dass einige Geschäftsbanken in einem extremen Volumen Kredite vergeben. Was passiert dann in der Krise 2008, 2009? Die Geldmengenwachstumsrate bricht komplett ein. Im Jahr 2009, 2010 liegt diese Geldmengenwachstumsrate bei 0%. Die Geldmenge wächst nicht mehr. Der Zielwert liegt aber immer noch bei 4,5%. Die große Frage ist nun, wenn Sie eine Zentralbank sind und Sie wollen die Geldmengenwachstumsrate im Jahr 2009, 2010 wieder erhöhen, an welchen Parametern können Sie spielen? Wenn man sich die Gleichung 13 anschaut, sieht man da zwei Instrumente, die von der EZB eingesetzt werden können, nämlich einmal der Mindestreservesatz. Der Mindestreservesatz könnte reduziert werden. Wenn der Mindestreservesatz reduziert wird, dann steigen die Geldschöpfungsmöglichkeiten an. Der Geldschöpfungsmultiplikator würde ansteigen. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, die monetäre Basis zu erhöhen. Das kann die EZB tun, indem sie in einem verstärkten Maße Wertpapiere ankauft, was sie ebenfalls durchgeführt hat. 2009, 2010 kommt die Geldmengenwachstumsrate komplett zum Erliegen und es würde Sinn machen, diese Instrumente entsprechend einzusetzen. Die EZB hat in einem erheblichen Umfang Wertpapiere angekauft. Das bedeutet, dass hier die monetäre Basis stark angestiegen ist. Hat sie auch von dem anderen Instrument Gebrauch gemacht? Hat sie den Mindestreservesatz verändert? Ja, das ist erfolgt. Sie sehen hier einen Ausschnitt aus einer Pressemitteilung von der Deutschen Bundesbank bezüglich der Geldpolitik der EZB. Und hier heißt es, dieser Mindestreservesatz wurde zu Beginn der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion auf 2% festgesetzt und ab dem 18.01.2012 auf 1% abgesenkt. Die EZB hat also hier genauso reagiert, wie unser Modell das entsprechend sagen würde. Wenn sie die Geldmengenwachstumsrate erhöhen möchte,
dann muss sie den Mindestreservesatz senken. Der Mindestreservesatz wurde also im Jahr 1999 auf 2% festgesetzt und dann konstant gehalten. Es ist also kein Instrument, was hier auf täglicher Basis variiert wird, sondern ist ein Instrument, was da ist, was aber in dem Zeitraum 1999 bis 2012 nicht aktiv eingesetzt wurde. Erst im Jahr 2012 scheint der Druck so groß gewesen zu sein, dass sich da die EZB an dieses Instrument erinnert hat und dieses Instrument einsetzen wollte. Im Jahr 2012, wenn man sich in diese Abbildung noch einmal hineinversetzt, ist der Wert der Geldmengenwachstumsrate also immer noch unterhalb des Zielwertes. Der Zielwert liegt bei 4,5%. Zielwert wird nicht erreicht und deswegen wird dieses Instrument entsprechend eingesetzt. Dies ist das Ende der Vorlesung zum Geldmarkt. Ich bedanke mich, dass Sie diese Vorlesung besucht haben. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin.